Ganz ehrlich, ja, die Bilder habe ich dann auch gesehen am nächsten Tag. Natürlich macht man manche Dinge im Unterbewusstsein. Das war mir irgendwie nicht bewusst, dass man so ein, ja. Aber es ist passiert und natürlich tut es mir leid, aber man ist auch voller Adrenalin und voller Konzentration und die Dinge, die dann passieren, manchmal, die kann man irgendwie gar nicht bewusst wahrnehmen. Also von daher versuche ich, mich in irgendeiner Form anders zu verhalten, klar. Yogi Löw, ich massiere die Eier so wie Yogi. Im Klauen meiner Bälle bin ich Profi. Ich check kurz danach, ob es auch gut riecht. Es ist mir scheißegal, ob jemand zusieht. Ich massiere die Eier so wie Yogi. Im Klauen meiner Bälle bin ich Profi. Ich check kurz danach, ob es auch gut riecht. Es ist mir scheißegal, ob jemand zusieht. Ob jemand zusieht. Du sniffst Koks, doch ich sniff lieber meinen eigenen Sackschweiß. Lauwarm feuchter Duft, find ich krass nice. Ich bin kein Schwimmer, doch Klauen ist mein Sport. Ich mach es immer und an jedem Ort. Dieselbe Hand, mit der ich Schweini zum Sieg gratuliere, ist auch gleichzeitig die Hand, mit der ich gerne mal massiere. Weil ich mich nicht interessiere, was das Volk so von mir hält. Ich bin Fame und meine Videos gehen um die ganze Welt. Ich schlag den Ball, Jungen, den Ball einfach aus der Hand. Wie erwartet, ganz normal, feiert mich das ganze Land. Ich zeig den Beatles, wie ein guter Topfschnitt aussehen muss. Ich fahr im Lambo vor das Stadion und hier kommt im Mannschaftsbus. Ich massier die Eier so wie Yogi. Im Klauen meiner Bälle bin ich Profi. Ich check kurz danach, ob es auch gut riecht. Es ist mir scheißegal, ob jemand zusieht. Ich massier die Eier so wie Yogi. Im Klauen meiner Bälle bin ich Profi. Ich check kurz danach, ob es auch gut riecht. Es ist mir scheißegal, ob jemand zusieht. Ob jemand zusieht.